haben die auf dem russischen Server für die Feiertag-Ups andere Testimonials oder hatten die auch Chuck Norris und jetzt Arnold Schwarzenegger? Die haben die auch. Ich finde es krass, bei der Spielentwicklung wird hauptsächlich geguckt, was auf dem russischen Server populär ist und wie da sich die Meta entwickelt. Mhm. Aber bei den Feiertag-Ups nehmen sie als Testimonials in einem weißrussischen Spiel lauter Leute, die in den Actionfilmen der 80er Kommunisten kalt gemacht haben. Aber guck mal. Guck mal, würde es andersrum sein? Irgendwelchen russischen oder sowjetischen Filmstars, die würde halt kein Mensch kennen auf EU, ne? Oder? Ja, aber da siehst du mal, was wirtschaftlich interessanter, also wirtschaftlich deutlich interessanter ist. Klar. Sind halt so die amerikanischen Actionstars aus den 80ern, die halt in etlichen Filmen, ob es jetzt Delta Force war oder Arnold Schwarzenegger hat ja auch so einige antikommunistische Filme gemacht, wo sie quasi den bösen Russen verprügelt haben. Das finde ich schon krass, so die. Ja, aber ich glaube gerade, also bei Arnie weiß ich nicht ganz, aber gerade bei Chuck Norris, Alter, kennt halt die ganze Welt, ne? Aber klar, ja. Ich verstehe, was du meinst, ja. Faire Top-Tiers haben die Gegner, siehst du das? 279, 260, 2684, E4. Mhm. Komplettes Sortiment da aufgefahren. Alles, was schön geil hat. Lol, wer ist denn jetzt hier gespot? Face? Ah ja. Sehe schon Pro-Player Tactics. Nicht wirklich. Ah, da steht noch irgendwas. Ah, hä? Oh. Das hat schon, du hast wahrscheinlich auf den Conqueror geschossen, oder? Nee. Der ging auf einmal auf. Oh, komm jetzt. Lass mich dich doch mal anzünden, Mensch, mit einem schönen Schüsschen in die Seite. Fackel endlich! Hast du? Wow. Nee, ne? Nein. Cool. Aber 2300 Unterstützungsschaden habe ich. Oh, siehst du. Ist ja auch was, ne? Ist ja auch was. Vielleicht kannst du davon Feuer kaufen. Ich fackel jetzt blind einen ab. Zack, da. Ja, wir müssen jetzt hier reingehen, du. Auch kein Feuer. Richtig Krise, Alter. Ah, du, der lädt eine Weile. Kannst du, glaube ich, abfackeln. Ich fahr mal vorbei. Hab ihn nicht. Bei uns erstmal an seiner Seite, ja. Jetzt hast du Heck. Gib ihm. Digga. Ich wollte ihn tracken, sorry. Alles gut. Gut, war eh One-Shot. Ja. Hat nicht mehr gebracht, nichts gebracht. Alter, wie wir hier komplett randalieren, du, guck mal. Was ist mit ihm los? Den fackel ich jetzt ab am Turm. Doch nicht, ich muss ihn erstmal treffen. Aber Turm fackeln geht, ne? Mit einer HE. Shell Velocity von der AP hier ist auch hart, ne? Mhm. Ja. 880 Meter pro Sekunde. Ciao. Mit Velocity ist da nicht viel, ja. Die Gegner schon wieder einfach komplett. Was? Die stehen da auch alle irgendwie so. Sieht ein bisschen aus wie bei Minesweeper. Kennst du früher noch Minesweeper? So sieht ja, das da unten aus, gerade die Minimap. Ja. Oh, ja, wer brennt? Hm? Hat er dir Doppel. Zünder reingedrückt oder was? Und vor die hat mir gegeben. Der steht da in der Mitte. Der ist zurückgefahren tatsächlich. Ach komm, jetzt brennt doch mal irgendwer hier.
dudeln da jetzt einfach rein. Ich komme nicht ran. Fuck, Mann. 25% nur. Wir verlieren jetzt durch Cap oder was? Ja, ja. Ist durch das Ding, ne? Boah, hier stehen sie vor mir, Alter. Ah, brenn. Brenn, du Schuft. Jetzt blockt er den Weg zum Cap. Jetzt wäre ich hier gepusht, oder was? Ich verarschen. Ich kann dir halt auch absolut null helfen gerade, Mann. Ist gut. Ach, der IS-3-2 steht auch noch hinter mir. Lol, come on. Jetzt brennen wenigstens du. Meine Fresse. Echt jetzt? Verlieren das Ding noch. Mit so vielen Russen in die Seite geschossen. IS-3-2, den TNH, den Objekt 260. Keiner will auch nur im Ansatz mal fackeln. Ich glaube, die Gegner haben deine Brandmunition geklaut. Oh. Ich gehe auch stark davon aus. Frag Herrn Molotow, der kennt sich aus. Jawohl. Ja. Jetzt habe ich ihn getriggert, den 140. Das hin und her hier, ne? Ich zünd das mal vor dir jetzt an. Warte. 260er sieht mich, fuck. Schade, und? War leider schon tot. Aber nice try von ihm. Alle fahren mit verbesserter Konfiguration rum, genau. Brandbekämpfung 100% geskillt. Das volle Paket. Plus Feuerlöschdirektive. Plus Feuerlöscher. Feuerlöscher. Ja, alles ist dabei, Mann. Ja, wo ist er, der Hannes? Komm, stehst du da hinten in der Ecke. Das ist Anti-Feuer-Stream-Sniping. Ich finde beide Neuner ehrlicherweise scheiße, T-54 und Objekt 430. Viel geilere Neuner. Aber die Zehner, Objekt 140 und Objekt 430 U sind halt gut. Und beim Objekt 430 ist halt so der Luxus, dass du den gar nicht freiforschen musst, weil der im Prinzip fast wie ein Zehner komplett alles schon hat. Fair, wenn man es mit seinem direkten Counterpart vergleicht, dem WZ-120. Ja. Aber grundsätzlich gibt's halt deutlich, also sie haben halt beide die übelste Kartoffelkanone, ne? Ja, na klar. Instant verklar. Oh, er hätte doch jetzt mal brennen können.
Ey, Progetto, warum stehst du da jetzt und geierst hier rum? Und brennst nicht. Oh, ich dachte gerade, er brennt, aber dann habe ich festgestellt, nein, das war Mailand, der hat nochmal geschossen. Ja, kennst du das, so die Damage-Zahl wird ja dann höher, wenn er brennt, ja. So. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, ja, halt die Fresse. Nee, ploppt nochmal was auf, ich weiß nicht. Warum? Jetzt irgendjemand einfach mal, komm, PTA, sei mal ein Kollege und fackel mal. Für den Boss. Ein Brenner. Ja. Nein, auch nicht. Problem ist halt auch, dass du frontal so gut wie nichts anzünden wirst. Ne? Komisch, ich brenne immer frontal. Achso. Nur frontal. Okay. Schnauze an. Adi. Mal den Leiter in der Mitte. Der hat Bock. Sportlich. Bin aber gestunt noch 2 Stunden ungefähr. 2 Stunden sollte. Okay. Oh, da. Brenn. Warte. Wollt er nicht. Irgendjemand, weiß ich mal. Einfach mal Kumpel sein. Einfach mal jetzt hier. Einfach mal freiwillig in Flammen aufgehen, ja. Ja. Ja, deutsche Panzer, die brennen immer in der Unterwanne, das stimmt. Der brennt auch. Wo ist denn die Grille? Steht die hier rechts? Ja. Ja. Boah, wie kann er auf den Fall? Wie kann er da daneben schießen? Ah, den kannst du dann vielleicht abfackeln. Boah, 277. Echt. Ey, dieser Trackshot, der war wieder so unnötig. Der Typ hat halt da auch so eine räudige Position jetzt in der Ecke, den musst du da schon wieder ausgraben. Junge, da muss ich hier meinen Experiment anholen. Ja, das wäre jetzt alles nicht das Problem gewesen, wenn hier nicht quasi in letzter Sekunde das 277 mich auf dem letzten Kettenrad getrunkt hätte. Er wurde ausgegraben. Emilio ist auch noch da. Ja, normalerweise wäre halt sowas wie ein Komet oder so besser, ne? Absolut, dann immer schön KV-3 oder Super Pershing in die Seite ballern. Aber habe ich nicht. Hab dann Leute gehört. Okay, ich baue uns am Heck von 55er. Ich bin auch immer dankbar für die Hilfestellung aus dem Chat. Gestern war auch gut. Gestern musste ich kritischen Schaden machen mit dem Heavy. Und dann kommt so einer. Ey, ich sag's wirklich nicht gerne, aber probier's doch mal mit dem GW Tiger. Ist doch ein Heavy, ne? Ja. Ist der Heavy. Ja, wir können auch Wasser fahren, wenn du willst. Aber 54er am Wasser ist geil. Ja, ich glaube, wir müssen Wasser fahren. Guck mal. Regelt. Ja, fährt niemand statt. And here's to you, Mrs. Robinson. Hm? Next loose. Ha! Richtig mit deinem. Lemons. Was ist das für eine Sprache? Ich glaube. Irgendwas mit Rot. Rotes Elend, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich hab Polnisch doch jetzt, kann doch jetzt mittlerweile oder schon lange mit der Google-App einfach das fotografieren. Ja. Dann übersetzt er dir das direkt. Ja. Du musst direkt immer eine Bildschirm ranhalten. Gott. Tanken wir jetzt das 140 an, ja? Den zünde ich an. Dem gebe ich. Ja, ich bin natürlich wieder der. Alter, das ist so. Ich bin wieder der Einzige, der bounced, aber alles kassiert. Das ist. Ah, ist fair. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Ja, aber. Falscher Ort. Gegner sind jetzt am falschen Ort hier.
da hinten hocken sie da. Ja. Die Big Boys. Ich kann nicht einschätzen, wie die da stehen. Ach, der stand so heil da und der T30 sogar. Interesting. Pettenbauer. Ich habe ihn versucht, mit einem Schuss in die Turmseite anzuzünden, hat wieder nicht geklappt. Hat wieder nicht geklappt. Type steht da jetzt im Busch, der hat es gemütlich gemacht da hinten. Ja, auch ein bisschen noch was nicht gespottet, ne? Okay, Widget. T10, der kann natürlich auch ganz knusprig mal brennen, ne? Ich lebe noch! Oh. I live! Oh. 50, safe. Die beiden 705 fehlen noch komplett, ne? WZ auch. Die sind noch auf Erkundungstouren der City unterwegs. TVP da hinten, der schneidet die ganze Zeit auf mich. Ja, die aimen hier alle rüber. Da kommt rüber, die Jungs. Das ist korrekt. Mal geil, wenn einer da spotten würde von unseren Jungs. Der jagt, der einfach mal kurz rüberlunscht. Lol, was? Steht noch irgendwas anderes? Wer hat mich denn jetzt hier aufgemacht? Die Buttshot. Ja, der hockt irgendwo, ja. Das stimmt, der fehlt auch noch. Ja, den könntest du bitte mal spotten, was da steht? Dankeschön. Den zünde ich jetzt an. Komm. Ja, gutes Ziel für Feuer. Was ist da am Weg? Ah, die Hütte. Jetzt fährt er wieder sauschlau, oder? Kann sein, dass die Badge da oben drauf über dir steht oder so. Hätte mich gesehen, um ehrlich zu sein. Ich denke, er steht in einem dieser Gebüsche da auf halber Höhe. Komm mal, Jagd, ey. Einmal ranfahren und aufmachen. Ist das so schwer? Ja, steht er da rum. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Projector macht das gleich. Ja, Gott sei Dank einer. Alter, wie kann das sein, dass du die ganze Zeit da mit deinem APCR pennst und ich mit meiner Heat treffe nicht einen Schuss, Alter? Ja, na, ich stehe rechts, schieße ihm in die Seite. Ne? Ja, trotzdem, ich habe 330er Heat. Diese Kanone will einfach gar nichts. Oh, hier stehen sie, die ganzen Keiler. Aber, was ist denn jetzt die Badget? Ist die in der Mitte? Achso, stimmt. Würde denn in die Mitte fahren? Was willst du denn von da machen? Boah, Alter, ist das ein bitter schlechtes Gunhandling aus. Da ist er. Da hockt er. Also das 430 war ja noch in Ordnung, aber ich glaube, dass der T54 wird hin zum Objekt 140 richtig krampf, ey. Der von ETF. Hinter dir, Objekt. Mach die Glubschen auf. Oh. Kein Feuer. Was hat der da für eine Polenflagge oben? Ist das polnische Flagge? Sieht anders aus.
Guck mal, hier, ihn kannst du jetzt abfackeln. Schön Fuel Tank hinten. Komm her, Küsschen. No, nada. Nada, jetzt. Nada.